Freunde des Sonnenscheins, guten Tag hier aus Berlin. Ich trage übrigens heute die Haare offen. Das mache ich manchmal, einfach so. Ja, jetzt kommen noch weitere krasse Infos, nämlich ich warte hier gerade auf unseren Fahrer und dann geht's ab ins Studio, denn wir beginnen mit der neuen Staffel The Voice of Germany und ich werde euch jetzt natürlich ein bisschen mitnehmen und werde mal gucken, wen ich da so alles finde. Die Coaches sind heute da und vor allem auch der Neue. Was auch immer das soll. Ich schieße mit einem Artilleriegeschütz mit sehr ineffektiver Munition in Berlin rum. Oh, warum nicht? Ne? Langeweile! So, jetzt bin ich hier am Studio angekommen und hier stehen sie. Ihr seid Paddy-Fans, ne? Ja. Dann sag mal bitte, was ist das Tolle am Paddy? Seine Musik, dass er eben halt total menschlich geblieben ist und ja. So, jetzt bin ich aber gespannt. Leute, es ist soweit. Ich habe ihn gefunden. Da sitzt er. Thore. Der Neue! Michael Fettig. Warte, ich gebe dir einmal die linke. Die kommt vom Herzen. Herzlich willkommen bei uns. Danke dir. Freut mich sehr. Und das ist Frau Gerke. Frau Gerke sagt gerade dem Stöcki Hallo. Und guckt aufs Handy. Hallo. Ladies and Gentlemen, hier ist Germany's Next Topmodel! Nein. Was hast du denn? Ja, achso, sorry, falsche Sendung. Boah, Leute, wir haben hier gerade wieder Highlights produziert. Hier ist das Team-Gewinnspiel. Wir haben Gewinnspiele aufgezeichnet. Und wie war es, Tana? Weltklasse. Danke. Danke. Wie fandet ihr es? Hammer! Mörder! Mega! Leute. Hier ein weiteres Highlight des Tages. Der Forster! Oh well, hello, please talk in English to me. Why? Because ich verstehe kein Deutsch mehr. Because this is the voice of Germany. Es ist so krass. Mark Forster ist so ein absoluter Profi. Der schafft es wirklich bei Instagram Story immer mitten auf den Punkt zu reden. Pass auf. Korrekt. Aber jetzt, meine Damen und Herren, vor ihrem Instagram gehe ich, Mark Forster, gleich hoch Fußball. Ja gut, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe gelogen. Mark Forster ist ein absoluter Insta, eine totale Insta-Nulpe, das wollte ich sagen. Er schafft es tatsächlich, immer zu lange zu reden. Na gut, das werde ich ihm noch beibringen jetzt in der Zeit, denn ich rede auf Punkt. Boah, ist das mal das fetteste Sandwich oder Dingsbums, wie heißt es nochmal, Club-Sandwich, was ihr je gesehen habt.